Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Staffel, zur neuen Folge von You Never Talk Alone, dem Alemannia-Podcast. Und wir haben uns gedacht, kurz vorm Auftrag gegen Rot-Weiß Essen am Wochenende, wen holen wir uns da hier in dem Podcast? Natürlich den Trainer von der Alemannia, Heiner Backhaus. Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sein darf. Neben mir sitzt noch der Kollege Peter Engelt. Hallo auch von mir. Und neu ist in dieser dritten Staffel You Never Talk Alone, dem Alemannia-Podcast der Aachener Zeitung, auch dass wir einen neuen Partner an unserer Seite haben. Das ist die Firma Abiomed. Darüber freuen wir uns und da werden wir auch noch in der einen oder anderen Folge von hören. Genau, herzlich willkommen an Bord. Genau, und bevor wir richtig loslegen mit Heiner sprechen, gucken wir auf die dritte Liga, beziehungsweise der Kollege Johannes Skiber. Hi Johannes, schön, dass du auch wieder da bist. Was geht in der dritten Liga? Freust du dich schon? Hallo Peter, hi Pierre. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig auf die neue Saison. Freue mich, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Wir auch. Johannes, sag mal, wer geht denn eigentlich als Favorit in die neue Saison? Das ist direkt mal eine sehr schwere Frage. Auch wenn die Absteiger aus der zweiten Bundesliga sich neu formiert haben, sind auf jeden Fall wie in Wiesbaden, Osnabrück und auch Hansa Rostock Aufstiegsaspiranten, will ich es mal nennen. Dazu aber auch Dynamo Dresden, Saarbrücken und auch 1860 München, Rot-Weiß Essen ist da was zuzutrauen in dieser Saison. Aber wir haben ja in den letzten beiden Jahren gleich drei Vereine gehabt, die von der Regionalliga in die zweite Bundesliga durchmarschiert sind. Vor zwei Jahren Elversberg, zuletzt Ulm und Münster. Also eine Prognose ist da nicht ganz so einfach. Wird mit Sicherheit auch dieses Jahr die ein oder andere positive Überraschung geben, die vielleicht etwas unerwartet oben mitspielt. Wer das aber sein könnte, ist ganz, ganz schwer vorherzusehen. Absolut. Wie haben sich denn die gegnerischen Teams so verstärkt? Ja, auf dem Transfermarkt ist natürlich einiges passiert. Jetzt kurz vor Saisonstart gab es die vielleicht beiden spektakulärsten Neuzugänge. Einmal hat der kommende Gegner der Alemannia, Rot-Weiß Essen, Ahmed Aslan verpflichtet. Der kommt aus Magdeburg, hatte da keine allzu erfolgreiche Saison, hat aber für Dynamo Dresden in der Saison 22/23 in der dritten Liga in 36 Partien schlappe 25 Mal getroffen, dazu 9 Vorlagen. Das ist für mich ein Schlüsseltransfer. Einen anderen spannenden Deal hat Saarbrücken abgewickelt. Die haben den 19-jährigen Jakob Sardo von der U19 von Lazio Rom geholt. Hab jetzt in letzter Zeit wenig italienische Juniorenliga geschaut, wenn ich ehrlich bin. Aber er gilt schon als sehr großes Talent und insgesamt ist das doch sehr bemerkenswert und kreativ. Wie Sardo dann wirklich ist, muss man natürlich abwarten. Trotzdem im ersten Moment hochinteressant, diese Neuzugänge für die dritte Liga. Und es gibt auch ein paar Schwierigkeiten, mit denen die dritte Liga zu kämpfen hat. Erzähl mal. Tatsächlich hat die dritte Liga so ein Schiedsrichterproblem. Da gab es, wie gefühlt in allen Ligen, einige Unstimmigkeiten, die dann teilweise eskaliert sind. Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier ist da letztes Jahr Schiri Florian Exner und seinen Assistenten Jona Besson nach der Partie angegangen, sogar leicht körperlich, weil er da nicht ganz zufrieden mit deren Leistungen war. Das geht natürlich gar nicht. Aber es war letztes Jahr auch so, dass gleich 8 neue junge Schiris erstmals in der dritten Liga gepfiffen haben. Und da hat jetzt Stürmer Terence Boyd von Waldhof Mannheim in einer Medienrunde zum Liga-Auftakt auch deutlich gesagt, die Schiris wirken sehr oft sehr arrogant und hat da auch jetzt so einen Dialog gefordert, um die Situation zu entschärfen. Schiri-Leistungen sind also ein Thema. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Alles klar. Wir sind auch sehr gespannt. Danke, Johannes. Schon interessant, so ein Blick in die dritte Liga. Damit weiter zu dir, Pierre, und unserem Gast. Ja, Heiner, komme ich zu dir. Es ist jetzt eine Weile her, dass im Tivoli der Ball gerollt hat. Wie hast du jetzt die Fußballpause genutzt? Welche Fußballpause? Vielleicht nicht die Fußballpause, aber die Saisonpause. Die Saison, ja, du meinst ja dazwischen. Ja, das Fußballpause ist ja geht's bei dir ja nicht. Richtig, also für einen Trainer und für alle, die Fußball auch ein Stück weit planen, ist das ja die viel intensivere Zeit. Also jetzt geht es ja in normalen Tagesrhythmus über. Das war schon sehr, sehr viel Zeit, die wir verbracht haben, vor allen Dingen in der Planung, in der Struktur des Kaders, in den Gesprächen mit Beratern und Spielern. Und das ist ja immer eine Sache, die ist sehr ganzheitlich. Das Training an sich war natürlich für die Spieler vornehmlich sehr, sehr hart. Wir haben die erste Woche 3-mal am Tag trainiert, dann die nächsten 2 Wochen 2-mal am Tag trainiert. Und das hat natürlich ein paar Spuren hinterlassen. Das hat man dann auch vor allen Dingen auch in den ersten Testspielen gesehen, dass wir da sehr, sehr, wir waren mausetot, nicht sehr, sehr, sondern wir waren mausetot. Und so das erste richtige Testspiel, was wir dann uns auch, wo wir uns gut darauf vorbereitet haben, war der VfL Bochum hier. Da denke ich, da haben wir eine sehr gute Leistung gebracht, waren da vor allen Dingen auch körperlich am Ende sogar
würde ich sagen, fitter als der VfL Bochum. Und ja, waren dann die letzten zwei Wochen in den Abläufen drin, haben vor allen Dingen mal das Spiel mit dem Ball thematisiert. Denke, da sieht man riesige Schritte nach vorne zur Regionalliga-Zeit. Und ja, jetzt haben wir leider im Moment so ein bisschen das Pech gehabt, dass wir die Effizienz nicht so hatten, als dass man Spiele auch klar gewinnt. Aber ich bin optimistisch und sehe, dass wir sehr viele Chancen kreieren aus Ballgewinnen mit schnellem Umschalten oder auch aus den Ballbesitzphasen sehr oft vom Torwart gekommen sind. Und das sind ja Dinge, die auch im letzten Jahr, sage ich mal, nicht so serienmäßig zu sehen waren. Das Spiel gegen Bochum, hast du gerade angesprochen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Cool, also echt tolle Umschaltmomente mit über Leandro Putaro, viel Tempo im Spiel. Das hat schon Spaß gemacht, das anzusehen. Du hast jetzt den Bogen direkt zur Mannschaft geschlagen. Ich will aber noch ganz kurz bei dir bleiben. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel auch Bilder von dir aus dem Urlaub gesehen, natürlich aus Neapel, fußballverrückte Stadt. Kannst du da kurz was zu erzählen? Ja, also bei mir würde es keinen Urlaub geben, wo ich irgendwo in der Hängematte liege oder irgendwie auf Koh Samui und aus einer Kokosnuss trinke mit dem Strohhalm, sondern bei mir ist Urlaub für die Familie. Ich plane es so, dass meine Frau nicht immer sofort weiß, dass da auch ein Stadion ist und dann auf einmal finden wir ein paar Flutlichtmasten und dann geht es dahin und gucken uns das an und dann bin ich glücklich. Also ohne Fußball kann ich nicht und ich denke, Neapel bietet alles. Also meine Frau ist Italienerin, kommt da unten her. Und ich konnte Diego Maradonas Spuren so ein bisschen reproduzieren und war in seinem alten Haus, wo er gelebt hat, 8 Jahre lang, habe mir das Trainingsgelände angeguckt, bin ich drüber geklettert über die Zäune, illegalerweise, wo er früher trainiert hat und habe da an den Stellen gestanden, wo er ganz ikonenhafte Bilder von sich gemacht hat. Und ja, das hat mich sehr, sehr ein Stück weit erregt, positiv, weil es einfach für mich, Diego Maradona ist für mich, ich will nicht über Gott reden, aber es ist für mich der Fußballgott schlechthin. Und was der aus Neapel gemacht hat, aus so einer Arbeiterstadt, die wirklich gar keine Chance hatte gegen den reichen Norden. So ein bisschen das Robin Hood-Prinzip, ja, mit den Armen gegen die Reichen. Das hat mich immer schon fasziniert. Und das mal hautnah zu erleben, das war Weltklasse. Ich kann sagen, den gottgleichen Vergleich, da hast du wahrscheinlich auch ein paar andere, die das in Neapel so sehen. Also ich war auch schon da und die Spuren von Diego Maradona sind schwer zu übersehen in der Stadt. Ja. Noch eine Saison und dann hast du den Meister auch hier, Heiner Backe aus mit dem Heiligenschein hier hängen. Ja, ja, klar. Da warten wir mal ab, ob das nicht nach 3 Niederlagen genauso ist. Ja. Bin mal gespannt. Wir haben zu deinem Start hier bei der Alemannia, haben wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Ist ein bisschen holprig gestartet. Jetzt bist du aber ein Jahr jetzt schon hier in Aachen, beziehungsweise wohnst ja in Würselen. Kannst du mal irgendwie jetzt einfach so von dir aus bilanzieren, wie hast du dich jetzt hier eingelebt mittlerweile? Das ging ja doch flott wahrscheinlich, ist im Rausch an dir vorbeigegangen, aber wenn du jetzt mal zurückschaust. Was war die schönste Zeit in meinem Leben? Sowohl privat als auch sportlich. Also muss ich wirklich sagen, also das, was hier passiert ist, das war einmalig. Ich durfte auch das erste Mal wieder in meiner Region leben, aus der ich komme. Ich bin ja zwar in Würselen hier in Aachen zu Hause, aber bin fast nur im Ruhrgebiet, wenn wir mal länger als einen halben Tag frei haben und bin einfach bei meiner Mutter. Und mein Vater lebt nicht mehr, mein Bruder lebt nicht mehr. Und wenn du dann deine Mama nur noch hast und kannst einfach abends mal ein Butterbrot mit Schinken und ein Rührei drauf oder so essen, das ist einfach schön. Das erdet und das schließt sich in Kreis und das ist ganz wichtig. Und aus dieser Zeit schöpfe ich unfassbar viel Energie, auch dann für dieses doch schon sehr eruptive Umfeld hier. Ja, das freut mich zu hören. Pierre, du hast gar nicht erzählt, wo du im Urlaub warst. Ich glaube, du warst richtig weit unterwegs, ne? Im Rad? Ja, wo wir schon beim Urlaub sind. Leider nur Dänemark dieses Jahr. Mich zieht es auch noch in den Süden. Mal gucken, was wir dieses Jahr dann auf die Beine gestellt bekommen. Aber du bist mit dem Rad nach Dänemark und wieder zurück? Oder wie genau, ich bin geradelt. Respekt. Wie lange hast du gebraucht? Ich bin von Hamburg aus gefahren, 2 Tage. Okay. Nicht schlecht. Ja. Jetzt kommen wir zum Tivoli. Wie ist die Stimmung im Team im Moment, Heiner? Beschreib mal. Super. Top. Also wir sind ein richtiger Haufen. Und das, obwohl schon viele wissen, dass ihre Rolle vielleicht nicht die ist, sag ich mal, des Stammspielers, das weiß man ja dann irgendwie, fühlt man ja auch am Ende der Vorbereitung. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder genau auch seine Rolle akzeptiert und auch weiß, worum es geht. Und dadurch, dass wir ja eh schon immer eine sehr flache Hierarchie hatten in der Mannschaft, war das jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer für die Neuzugänge da integriert zu werden. Also die Neuzugänge sind alle schon genauso jeck, wie sie es in den alten Vereinen auch waren. Insofern haben wir da echt eine sehr homogene Truppe und freuen uns alle auf den Ligastart jetzt. Hat die Mannschaft auch gut verkraftet, wenn sich Rollen verändern oder Spieler plötzlich dann nicht mehr gesetzt sind?
Das ist ja auch nicht immer einfach für so ein Team. Ja gut, aber gesetzte Spieler gibt es ja bei mir sowieso nicht, denn das Leistungsprinzip verhindert ja ein Setzen eines Spielers. Mhm. Ne? Sondern der Status ist mir nicht wichtig als Spieler, sondern die Leistung ist wichtig. Und die musst du jeden Monat als Miete abliefern, jede Woche als Miete sogar. Ne? Und nur wenn du Miete zahlst, dann wirst du auch irgendwann wohnen dürfen. Wenn du meinst, du hättest das Haus gekauft, dann bist du schnell raus. Das ist richtig. Ja. Erdal Çelik, der hat sich heute nochmal sehr positiv bei uns über Basti Müller geäußert. Mhm. Viele Fans werden ihn vermissen, du und das Team sicherlich auch, gehe ich davon aus. Woran lag es, dass ihr keinen gemeinsamen Weg mehr finden konntet? Naja, das ging ja in der letzten Saison schon so ein Stück weit los. Ne? Basti ist ja ein Junge, der auch schon im Ausland gelebt hat, schon mal die Fußballschuhe für ein Jahr an den Nagel gegangen hat und sich natürlich sehr viele Gedanken macht, was will er mit seinem Leben, wo will er hin, was will er nochmal erleben und seine Motive sind halt seine Motive. Ne? Und wir haben dann schon relativ frühzeitig da so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, habe ihn dann, ohne dass es jemand merkt, die letzten 2 Wochen einfach in Urlaub geschickt, als wir schon durch waren, meisterschaftstechnisch. Und das hat nach außen ja keiner mitgekriegt. Offiziell war er da etwas verletzt. Und dann haben wir ihn trotzdem sofort wieder spielen lassen. Aber das kannst du natürlich nur dann machen, wenn du in einer Mannschaft, sage ich mal, so weit vorne bist, was deine Leistung auch angeht, dass du das auch garantieren kannst. Aber in diesem nächsten Jahr, müssen wir mal ehrlich sein, haben wir schon auf der Position auch richtig Qualität und er natürlich auch dann den Gedanken parallel pflegt, dass er einen Kaffee aufmachen wollte. Mhm. Und das ist für mich ein bisschen kontraproduktiv gewesen. So, dann haben wir darüber gesprochen, auch viel über das Leben gesprochen und vor allen Dingen ist er auch ein Junge, der sehr ehrlich ist und da haben wir uns einfach ehrlich ausgetauscht und dann kam seine Knieverletzung in der Vorbereitung dazu, die wirklich auch eine Verletzung war dieses Mal. Und dann haben wir gesagt, pass auf, bevor der Junge jetzt hier leidet am Ende, lass uns einen Weg finden, wie du glücklich bist und auch wir, weil er hat schon einen hohen Stellenwert hier in der Mannschaft gehabt und auch nur dann funktioniert ein Basti Müller. Also Basti Müller in der Rolle wie ein Pascal Groß bei der EM wird nicht funktionieren, sondern er wäre immer nur der Toni Kroos. Ja? Und wenn du dann natürlich 3, 4, 5 Wochen fehlst, und hast auch den Anspruch an dich selber, diese Stellung zu haben in einer Mannschaft. Und aber du hast auf der Position auf einmal auch einen Wechsterbahn, einen Gaudino, einen Putaro und wer kann dann noch alles spielen, ohne dass ich jetzt immer vergesse. Da wird es natürlich schwieriger. Und dann am Ende war es einfach eine Entscheidung der Vernunft. Die war fair für beide Seiten. Und wir sind als Männer zusammengekommen letztes Jahr im Sommer und sind als Männer auseinandergegangen. Und da wird es nie ein böses Wort drüber geben. Wenn wir über den Kader sprechen, du hast gerade schon ein paar Namen genannt. Gibt es Leute, auf die du dich jetzt besonders freust, auch so mit der Vorbereitung im Hinterkopf? Ich freue mich vor allen Dingen auf die jungen Spieler, die noch nie in der dritten Liga gespielt haben, uns hier dann auch werden können und auch müssen. Und das ist immer schön zu sehen, denn wir sind der festen Überzeugung, dass wir trotz geringem Budget sehr, sehr gut eingekauft haben für das Geld, was wir haben und da vor allen Dingen auch nur Spieler geholt haben, die unsere Art Fußball spielen wollen und können. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Adaptation der jungen Spieler. Vorne hast du als Trainer die Qual der Wahl, kann man fast sagen. Gibt es Oppositionen, die dir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten? Ja, vor allen Dingen durch jetzt die letzten Verletzungen, ne? durch Leo Putaro und durch Baxter Bann, das sind schon 2 Säulen für unser Spiel und die sind schon wichtig. Das merkst du dann auch, wenn die dann nicht dabei sind, dass dann die Qualität jetzt nicht mehr dieselbe ist. Das können wir halt auch nicht kompensieren, müssen wir klar sagen, weil Baxter Bahn in seiner Erfahrung mit seiner Kommunikationsstärke etc., das natürlich reißt das eine Lücke in Kader. Aber er ist jetzt wieder dabei, wird morgen vollumfänglich trainieren können, wird dann nochmal gespritzt am Spieltag, wird mit Sicherheit spielen, denke ich. Ja, also spricht nichts dagegen. Und bei Leo müssen wir schauen, ob wir das Risiko selber noch eingehen wollen, denn er hatte einen leichten Muskelfaserriss ersten Grades, ist jetzt auch schon, glaube ich, fast 14 Tage her, aber da möchte ich auf gar keinen Fall riskieren, dass daraus nochmal ein stärkerer Muskelfaserriss wird. Hat jetzt auch die letzten Tage logischerweise nicht vollumfänglich trainieren können und dafür bin ich auch zu fördern den Jungs gegenüber, die es immer getan haben. Also da denke ich mal, wird es zumindest nicht für einen Startelf-Einsatz reichen. Wie stehen die Chancen, dass wir Anas Bakart bald wiedersehen? Sehr gut. Also Anas ist fit wie noch nie körperlich und wird jetzt in 2 Wochen am Mannschaftstraining wieder teilnehmen. Dann natürlich nochmal im Aufbau 1, 2 Wochen brauchen und dann denke ich mal, dass er im September, Mitte, Ende September da auch spielfähig ist. Als Trainer hat man ja auch immer noch ein bisschen Wünsche, eine Wunschliste. Was steht auf deiner ganz oben? Ja, ich denke schon, dass wir noch einen robusten Sechser gut gebrauchen können, der uns einfach so ein bisschen auch die wir haben ja sehr, sehr viele Tempospieler verpflichtet und Tempospieler sind ja in der Regel jetzt nicht unbedingt 1,90 Meter und 100 Kilo schwer. Und so ein Balance-Spieler im Zentrum würde uns, glaube ich, noch ganz gut tun, der auch mal IV spielen könnte, idealerweise Linksfuß.
Aber sagen wir mal ehrlich, diesen Spieler, den müssen wir uns backen und den können wir, wenn es den gäbe, wahrscheinlich auch nicht bezahlen. Und deswegen müssen wir uns die jungen Spieler dahin entwickeln, dass die das irgendwann spielen können. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Werdet ihr da nochmal zuschlagen? Ja, ich hätte gern noch, wie gesagt, diesen Spieler. Ja, ist ja klar. Nur am Ende weiß ich nicht, was noch im Topf ist. Ich glaube, ich haben im Moment alle noch keinen Trikotsponsor auf der Brust. Ja, wollte ich gerade sagen. Ein Hauptsponsor wäre auch noch schön. Ja. Das wäre schön. Das haben wir auch verdient, denke ich. Ja, dass nach den Abläufen letztes Jahr hier, dass, glaube ich, wir eine ganz, ganz heiße Ware sind, für viele auch interessant sind, auf der Brust zu sein, glaube ich, das ist auch außer Frage. Aber wie gesagt, ich möchte nicht über Geld reden, weil das ist nicht meine Baustelle. Da hast du recht. Du hast auch immer betont, wie wichtig der Zusammenhalt ist, die Fans, auch wenn es eben mal nicht rund laufen sollte und man mal verliert, was in der Vergangenheit bisher kaum vorgekommen ist. Wie gehst du mit Druck allgemein um oder wenn es dann auch mal ruppiger wird, mit der Erwartungshaltung, die in Aachen auch nicht klein ist? Also wie ich damit persönlich umgehe, Druck bedeutet, wenn du 3 Kinder hast und verlierst deinen Job, das ist für mich Druck. Wenn du, weiß ich nicht, 2.500 Euro brutto verdienst und bist normaler Arbeitnehmer und verlierst deinen Job, das ist Druck. Das, was wir hier machen, wir sind privilegiert, was wir tun. Und wir müssen Ergebnisse bringen als Trainer. Die Spieler sind natürlich dann die Protagonisten, die das umsetzen müssen. Das ist auch Druck. Aber wir reden hier über etwas, was Spaß machen muss. Also Fußballspielen macht total Spaß. Vor diesem Publikum zu spielen macht noch mehr Spaß. Wir sollten das in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, aus dieser Haltung heraus, mit mehr Bock drauf, etwas zu schaffen, als Angst davor zu versagen. Ich glaube, das ist auch die Mentalität, die wir letztes Jahr in die Truppe reinbekommen haben. Weil es war letztes Jahr ja auch eine Situation, wo wir hier ankamen, war jetzt auch das Nervenkostüm nicht das dickste. Und die Fans waren total unzufrieden mit Spielern, die jetzt auf Spruchbändern wahrscheinlich erscheinen, dass sie bleiben sollen. Das waren letztes Jahr dann die Boom-Männer. Das geht ja alles schnell, das ist alles okay. Ja, aber wichtig ist wirklich, dass dieses Zusammen nicht nur ein Hashtag ist unter schönen Bildern, sondern dass es ein Gefühl der gelebten Solidarität ausmacht. Und wie im richtigen Leben, Freundschaften und Bindung erkenne ich immer dann, wenn es nicht läuft. Weil wenn es läuft, dann sind alle deine Freunde. Wenn es nicht läuft, dann gucken wir mal genau hin, wer da noch steht und wer da noch pro ist und nicht sofort auch in alte Muster verfällt. Und deswegen ist mir sehr wichtig, dass wir einfach auch ich rede immer von Demut, ja, diese Realität immer wieder auch anwenden. Wir spielen gegen Mannschaften, die finanziell nicht vergleichbar sind mit uns, absolut nicht. Wir reden nicht über Emotionen, wir reden nicht über Stadien, wir reden nicht über Fanwucht, wir reden über ganz einfach über Geld und demzufolge müssen wir Dinge kompensieren. Und wie willst du sie kompensieren, wenn wir das nicht gemeinsam machen? Wenn wir nicht gemeinsam agieren, auf dem Platz, mit allen drumherum, dann werden wir richtig Probleme kriegen. Und deswegen appelliere ich an alle Leute, wir spielen in der dritten Liga nach 11 Jahren, ja, wir können das nur schaffen, wenn alle mit im selben Boot sind und das ist einfach mein Appell. Dann können wir alles zusammen erreichen. Ist angekommen, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Die Ticketverkäufe sprechen, glaube ich, für sich. Ich glaube auch. Ja. Ich würde gerne 2 Punkte zusammenbringen, die du jetzt schon angesprochen hast. Das ist nämlich einmal also das Personelle und die Professionalisierung in der Liga. Weil bei euch hat sich auch im Trainerteam was getan. Wir haben einen neuen Athletiktrainer und wir haben jemanden, der für die Analyse zuständig ist. Würdest du sagen, ihr habt euch da jetzt eingegroovt oder wie läuft das jetzt, in einem anderen Trainerstab unterwegs zu sein in der Liga? Was ändert sich da für dich? Ja, anderer Trainerstab. Also wir haben erstmal den Athletiktrainer gewechselt, weil wir einfach für das wenige Geld, was wir haben, jemanden haben, der vollzeitlich hier arbeitet, von morgens bis abends, so wie wir es ja auch tun. Ich meine, ich bin auch seit morgen um 7:30 im Tivoli. Ne? Und Athletik ist halt ein ganzheitliches Thema, wo du vor allen Dingen in der Individualisierung mit den Spielern arbeiten musst. So, und wenn du dann natürlich jemanden hast, der 3 Stunden am Tag da ist, der es super gemacht hat, gar kein Thema, aber jetzt haben wir einen, der ist 13 Stunden am Tag da, dann glaube ich, haben wir allein dadurch schon viel mehr Umfang und Möglichkeiten, uns zu verstärken. Und ja gut, einen Analysten haben wir jetzt in dem Sinne nicht, dass jemand jetzt da sitzt und uns Analysen vorfertigt, sondern wir haben jemanden, der das Training filmt. Ja, und zurzeit auf einer Leiter mit einer Handykamera. Also wir reden jetzt nicht hier über irgendwelchen großen Fortschritt, sondern wir reden über absolut die Basics, ja, die du einfach brauchst, um in einer Liga, wo all sowas gang und gäbe ist, einfach auch mithalten zu können. Ja, du hast ja gerade eben schon den Trainerstab von Essen angesprochen oder so, die da halt schon lange so unterwegs sind. Ne? Ja.
Ein Thema, was natürlich jetzt auch in den letzten Wochen hier ein bisschen polarisiert hat oder in den letzten Tagen, ist es gibt ein neues Trikot bei der Alemannia. Mhm. Und ich habe dich auch schon von außen länger beobachtet oder das Vergnügen gehabt. Und ich erwarte jetzt eher so eine Antwort im Sinne von, ist mir eigentlich auf Deutsch gesagt scheißegal, in welchem Trikot wir spielen, weil es geht um was anderes. Aber gib mal ein Statement ab, wie findest du die neue Arbeitskleidung? Ich bin ja ehrlich, ich denke, Alemannia Aachen ist schwarz-gelb. Und wenn jetzt der Sponsor noch in gelb und die Rückennummern und die Namen in gelb wären, dann wäre es schwarz-gelb. Ich fände es schade, wenn es schwarz-weiß bliebe. Das ist doch mal eine Antwort. Nächstes Jahr erwartet euch in der Liga auf jeden Fall auch mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, so wie ich dich einschätze, glaubst du, die Mannschaft ist dem gewappnet? Oder was ich auch gerade eben aus unserem Gespräch entnommen habe, glaubst du, der Verein und das Umfeld ist auch darauf gewappnet, dass jetzt mehr Leute auf die Alemannia gucken oder dass es da einfach mehr Trubel gibt? Ja, aber was gibt es denn Schöneres? Also Entschuldigung, wir haben jetzt 11 Jahre lang haben wir gegen Wegberg, Beek, Wiedenbrück und Felbert gespielt und spielen jetzt gegen 60 München, Rostock, Dresden und bei Rot-Weiß Essen. Also nichts gegen Wegberg, Beek, da komme ich her. Nein, nochmal, das ist ja gar nicht respektierlich gemeint, aber wir reden alles ja darüber, dass wir da endlich sind, wo wir sein wollen. Wir sind im gesamtdeutschen Fußball angekommen und das ist doch was Tolles. Also jetzt, was soll denn da nicht gewappnet sein? Also wir müssen sportlich gewappnet sein, das ist wichtig. Alles andere, du wirst aus dem Öscher den Rheinländer nicht rauskriegen und umgekehrt auch nicht. Also darauf hoffe ich nicht, sondern ich hoffe, dass wir einfach eine Schlagzahl haben von Spielern, die einfach um ihr Leben rennen, plus die Fans dahinter. Nur dann werden wir in der Liga bestehen können. Also ich möchte das klipp und klar sagen auch nochmal. Ja. Also es geht nur um Sport und davon ist ja auch alles abhängig. Also wenn wir gewinnen, dann liegen sich alle in den Arm. Wenn wir verlieren, dann schimpfen alle übereinander. Insofern müssen wir nur dahin gucken und es darf keine Ablenkung geben. Ne, aber ich bin auch schon ein bisschen länger dabei und habe auch in vielen Traditionsvereinen als Spieler schon gespielt und weiß ja, wie sich die Jungs auch fühlen. Und da bin ich schon immer meistens dann einen Schritt vorher bei den Jungs, bevor es zum Problem wird. Du hast es gerade schon gesagt, du bist hier im Tivoli für Sportliche zuständig. Ich würde sagen, wir geben dir jetzt nochmal die Möglichkeit, auch das Ziel auszugeben, wo du sagst, da will die Alemannia oder da will deine Mannschaft dieses Jahr hin. Du hast jetzt die Möglichkeit, das einmal zu formulieren, weil daran wird man dich ja messen. Du kannst ja jetzt einmal sagen, das ist unser Ziel. Und dann wissen wir, wo wir stehen. Mein Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen, das ist ja klar. Aber wenn wir es schaffen würden, nach 11 Jahren Abstinenz mit der Mannschaft erstmal in der Liga zu bleiben, dann glaube ich, dann würden wir in diesem Jahr sehr, sehr viele Abläufe lernen. Ja, und man lernt ja eben auch nur, wenn man es selber auch macht. Learning by doing heißt es ja. Und dann glaube ich schon, dass wir dann im nächsten Jahr, wenn wir es jetzt wirklich schaffen würden, auch aufgrund der dann auslaufenden Verträge, die gehören halt auch immer mit dazu, schon auch dann mit einem guten Budget, dass wir da auch dann Ansprüche stellen können. Aber im ersten Jahr geht es hier nur um den Klassenerhalt. Also alles andere wäre totaler Schwachsinn. Und die Komplexität dieser Liga ist für fast alle, wenn dann mal bei Magenta Sport über den Bildschirm gelaufen, da siehst du aber auch immer nur ein Drittel vom Spielfeld, wo der Ball gerade ist. Also ich habe Spiele gesehen in der dritten Liga, also das sind Mannschaften wie Saarbrücken, die Bayern schlagen im Pokal. Ja, also nicht falsch verstehen, alles gut, aber wir kommen aus der Regionalliga nach 11 Jahren und wir haben fast nur Regionalligaspieler im Kader. Also brauche ja kein Prophet sein, dass man sagt, erstmal schön Füße am Boden, Ball flach, Vollgas, in alles sich reinhauen und dann gemeinsam mit den Fans gegen alle spielen. Aus der Haltung können wir Berge versetzen. Wenn wir glauben, dass wir auch finden, wenn wir einen guten Start haben, ja, kann ja passieren, ich wünsche es mir, dass wir dann sofort auf Durchreise sind oder irgendwo auf Durchmarsch sind. Wir sind noch lange nirgendwo. Wir sind nach einer Niederlage nicht abgestiegen und vor allen Dingen sind wir nach dem Sieg auch nie aufgestiegen, sondern von Training, zu Spiel, gemeinsam immer wieder von der ersten Sekunde alles geben. Ich glaube, dann haben wir die größte Chance hier. Ich finde, das ist ganz toll, als Journalist mit dir zu reden, weil eigentlich steht der letzte Satz immer für sich. Also vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Das war es von meiner Seite. Ja, danke, danke. Mit Blick auf Rot-Weiß Essen, gibt es da auch eine Zielsetzung oder etwas, was du dir wünschst? Was wäre für dich ein guter? Ja, das Spiel fängt bei 0-0 an. Du hast einen Gegner, der jetzt nochmal ein Spieler aus Nürnberg verpflichtet hat, einen Zehner aus Magdeburg verpflichtet hat mit Arslan, der mit Sicherheit auch nicht nur für Dosenpfand und eine Busfahrkarte da spielt. Also das ist schon das Regal, in dem wir noch lange nicht selber reingreifen können. Also das müssen wir schon mal erklären. Also wir sind da Außenseiter. Aber ich denke, das Spiel fängt bei 0-0 an und wir sind mindestens genauso schnell wie Essen. Wir haben mindestens das gleiche an Trainingsvolumen gehabt in der Vorbereitung, wenn nicht mehr. Und wir sind Aufsteiger und haben wenig zu verlieren. Und das muss halt einfach spürbar sein. Und dann, denke ich, können wir über uns hinauswachsen. Aber wenn wir immer schon über uns hinausgewachsen sind in der Außentasche, bevor wir überhaupt angefangen haben zu spielen, dann wird das belastend, hundertprozentig. Deswegen Demut, Gas geben
Und dann ist nicht alles immer sofort Gold, was glänzt, und vor allen Dingen auch nicht im schlechten Fall sind wir nicht sofort abgestiegen, wenn wir ein Spiel verlieren. Wunderbar. Ich nehme mit das Schinkenbrot mit dem Rührei, das ist eine gute Sache. Spiegelei. Ist, beides ist gut. Spiegelei. Klingt beides lecker. Von meiner Mutter mit leckerer. Das nehme ich mal mit. Genau. Butter drunter. Deutscher Butter. Bisschen Galligkeit beim Spiel in Essen. Ja, bisschen ist gut. Bisschen also ist Messer gut. Zwischen die Zähne und Vollgas. Anders wird es dann nicht möglich sein zu bestehen. Wunderbar. Ja. Danke, dass ihr zugehört habt. Auf aachenerzeitung.de findet ihr noch viel mehr Alemannia-Inhalte von uns, unsere Podcasts, Studio-Talks und. Ja, und uns gibt es dann in spätestens 14 Tagen wieder, jetzt immer donnerstags nachmittags um 17 Uhr. Tschüss. Danke, Heiner. Danke fürs Zuhören. Ciao. Danke euch.